Wir haben jetzt gehört, was die Frauen zu sagen haben, was die Trainer der Frauen zu sagen haben. Jetzt sind wir natürlich gespannt im Rothausbezirkspokalfinale der Männer, was die Spieler zu sagen haben und die Trainer natürlich, weil es wird ein richtig interessantes Spiel. Zu meiner linken Seite darf ich begrüßen Wolf Haller, der Trainer, der Sportfreund der Eintracht, und natürlich Kevin Klein, der Spieler aus Freiburg. Zu meiner rechten Seite Bilal Dirani und Erik Uetz, der Trainer aus Sasbach. Erik, das Wort zunächst bei dir. Wenn man im Finale steht, ich habe es vorhin schon gesagt, dann will man natürlich auch das Finale gewinnen. Seid ihr so motiviert, um am 30.05. hier als Sieger vom Platz zu gehen? Also ja, definitiv sind wir. Ich glaube, da brauchen wir die Spieler auch nicht großartig motivieren. Das ist so ein Highlight, was man alle 10 Jahre hat. Das ist auch ein Überleben wird, das Spiel so im Verein. Wo ich hier in den Verein kam nach Sasbach, haben alle von dem Pokalfinale von vor 5 Jahren, glaube ich, war es, gesprochen. Und jetzt auch noch, also das Spiel wird auch, oder der Tag alleine schon, der wird noch ein paar Jahre weiterleben. Und ja, da freuen wir uns drauf. Wolf, ich denke mal, bei euch sieht es ähnlich aus. Wenn man im Finale steht, will man natürlich gewinnen. Ja, so sieht es aus. Motivation braucht es nicht. Wir haben Spieler, die schon, ich glaube, ihre ganze aktive Zeit bei der Eintracht verbracht haben und noch nie in einem Finale waren. Da muss man nicht noch irgendwie eine Motivation extra dazu bringen. Jetzt sind wir hier und dann, das werden wir so genießen, wie man es genießen kann. Aber wir werden natürlich auch versuchen, das Spiel zu gewinnen, klar. Kevin, ich denke mal, die Mannschaft, die Spieler, sie sprechen schon seit Tagen, seit Wochen von diesem Finale, auch wenn ihr noch Punktespiele habt. Aber ich denke mal, auch wenn man als Spieler im Finale steht, dann will man hier das Ding gewinnen. Ja, das steht außer Frage. Ich glaube, gerade seit dem Halbfinalsieg gegen Gundelfing Wildthal in der Verlängerung, der ja ziemlich, sag ich jetzt mal, so ein richtiger Pokalkrimi war, war natürlich der Blick schon aufs Finale gerichtet. Jedoch haben wir uns dann relativ schnell wieder versucht, auf die Liga zu konzentrieren, weil wir eben dort auch noch was erreichen wollen. Und natürlich werden wir herkommen. Ich erzähle es den Jungs auch öfters mal, da ich den Pokal ja schon mal mit Kirchzarten gewinnen konnte, dass es einfach eine geile Sache ist. Und ich glaube, es wird am 30.05. spätestens, wenn wir hier einfahren, jeder auch schon spüren und merken, was für eine Atmosphäre das ist und was eben für ein einmaliges Event es sein wird. Bilal, du bist natürlich auch nah bei den Spielern dran. Bei euch natürlich in Sasbach denke ich auch, dass alle von diesem Pokalfinale sprechen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, was wir in den letzten Wochen oder Monaten dafür investiert haben, wo wir jetzt stehen, ist nicht von ungefähr. Und wir sind, glaube ich, alle Spieler, Trainer, Verein komplett, auch wie Erik das eben gesagt hat, wir sind vor 5 Jahren wurde das so hochgeschraubt und ich glaube, die können es alle kaum erwarten, diesen 30.05. Und wir umso mehr, auch für uns nichts Alltägliches, und wir freuen uns auf jeden Fall auf den 30.05., dass wir hier gewinnen können. Also beide wollen gewinnen, aber wir sind natürlich auch eins, beide Teams sind noch heiß im Aufstiegsrennen. Ich frage jetzt nicht Pokal oder Aufstieg, aber ich denke mal, wenn man schon im Pokalfinale steht und im Aufstiegsrennen ganz vorne ist, will man doch halt beides mitnehmen. Ja, ganz klar. Das ist natürlich dann am Ende auch ein Spiel wie jedes andere. Wir wollen sowieso jedes Spiel gewinnen. Pokal hat nochmal ihre eigenen Gesetze natürlich und es ist ein Titel am Ende, den man sich dann zurechnen kann, und den wollen wir definitiv holen. Gut, Wolf, ihr spielt auch noch um den Relegationsplatz, könntet vielleicht sogar dann aufeinandertreffen, wenn es gut läuft. Ist das denn so ein Vorspiel hier, Pokal vor dem Aufstiegsspiel? Ich hoffe nicht. Also wir trennen es schon voneinander. Wenn wir die Möglichkeit haben, beides noch zu erreichen, wollen wir das auch. Aufsteigen wäre natürlich super. Ob wir da jetzt dann, klar, kann passieren, dass wir nochmal gegen Sasbach kommen. Das interessiert uns aber jetzt tatsächlich überhaupt nicht. Das Pokalfinale liegt ein bisschen ungünstig, weil 3 Tage später ist der letzte Spieltag. Und danach sehen wir dann halt, ob es weitergeht. Vielleicht stehen wir ja bald wieder zusammen hier. Gut, wir werden es natürlich verfolgen. Natürlich, wenn man gewinnen will oder muss, dann braucht das natürlich die Unterstützung der Fans. Wie sieht es aus? Gibt es eine große Fangemeinde aus Freiburg? Also wir sind auf jeden Fall ein riesiger Verein, auch mit gerade vielen Jugendmannschaften. Da werden sicher einige den Weg hierher nach Hausen auf sich nehmen. Auch so machen wir bei den Kollegen, Freunden, Familie viel Werbung. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall einiges an Fans mitbringen. Also wir schauen natürlich, wir hoffen natürlich, dass viele Fans mitkommen. Aus Sasbach weiß ich, dass da immer eine ganze Meute zu dem Pokalendspiel gehen, wenn Sasbach im Finale steht. Ist in diesem Jahr genauso? Ja, ich denke auf jeden Fall. Die letzten Pokalspiele, auch die normalen Freundschaftsspiele oder auch Punktspiele, haben wir immer diese Nordkurve, und die ist super belegt mit unglaublicher Atmosphäre. Und ich
tue mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber da werden sehr, sehr viele kommen, die uns unterstützen und fahren die Nordkurve und dann wird schon Stimmung sein. Ja. Also freuen wir uns auf gute Stimmung und zum Abschluss natürlich, klar, es muss ja sein, ich will natürlich wissen, wie das Spiel ausgeht, was die Jungs tippen in Zahlen. Da beginne ich einfach mal rüber beim Kevin. 3-2 für Eintracht Freiburg. 3-2 Eintracht Freiburg. Wolf? Würde ich so mitnehmen, ja. Also 3-2, Freiburger sind sich einig. Was sagen die Sassbacher? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, 3-2 nach Verlängerung. Wäre, glaube ich, für alle ein geiles Ergebnis und als Sieger natürlich wir. Wenn alle fit sind, alle da sind, fokussiert sind, 3-0 für uns. 3-0. Also beide sind sich einig, dass ihr Verein gewinnt. Ich habe es vorhin schon mal erzählt, möge die bessere Mannschaft gewinnen. Auf alle Fälle erwarten wir sicherlich ein richtig interessantes Rothaus-Bezirkspokalfinale 2019 zwischen der Eintracht aus Freiburg und dem FV Sassbach. 17 Uhr geht's los. Zuvor das Bezirkspokalfinale der Frauen, wie wir vorhin schon gehört haben. Ich lade Sie ein. Wir freuen uns alle. Also alle kommen, 30.05. hier auf Sportgelände des VfR Hausen.